Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich hier in meiner Technik-Ecke zu einem Unboxing-Video. Und ihr seht es schon selbst, hier oben steht es, Jabra hat einen neuen True Wireless Kopfhörer auf den Markt gebracht. Es sind die Elite 5. Sie reihen sich also ein zwischen Elite 4 und Elite 7 Pro, kommen jetzt eben die Elite 5 rein. Auch die haben ein Hybrid Active Noise Cancellation, sehen sehr ähnlich den Kopfhörern, die bereits auf dem Markt sind. Und wenn man sich die Rückseite anguckt, ist im Grunde auch sehr viel Ähnliches hier. Das Ladecase sieht ähnlich aus, die Ohrstöpsel sehen ähnlich aus. Und ja, wir werden mal sehen, was denn eigentlich der große Unterschied ist zu den anderen Jabra-Kopfhörern und was die Elite 5 so ausmacht. Was wir hier auch sehen, Alexa Built-in und OK Google. Das heißt, wir können sowohl Alexa als auch Google damit steuern. Und natürlich auch den Sprachassistenten von Apple, das ist Siri. Hier steht nämlich auch Made for iPhone. Wir machen das Ganze mal aus. Schön finde ich, dass wir, dass wir keine Plastikfolie drumherum haben, auch wenn natürlich der ein oder andere es noch immer schön findet, aber für mich ist das nicht mehr zeitgemäß. Deswegen bin ich da ganz froh, wenn es nicht mehr gemacht wird, stattdessen mit so Aufklebern gearbeitet wird und der Rest möglichst plastikfrei. Und das schauen wir uns mal an. Verpackung, wie man es von Jabra kennt, sehr schick gemacht. Kann man so aufklappen. Hier haben wir dann einen Quick Start Guide. Und hier steht auch Sustainable, Recyclable und Guilt-Free. Also wir haben eine recycelbare Verpackung und das Ganze soll nachhaltig sein. Und dann nehmen wir hier die Kopfhörer mal raus. Das Ladecase, das hier ist Papier, kein Plastik. Kommen wir gleich zu. Schauen wir aber erst einmal noch hier rein, was wir hier noch haben. Hier drunter finden wir die Safety and Warranty Card. Ich denke, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Übrigens kann ich den Support von Jabra empfehlen. Ich musste ihn leider einmal in Anspruch nehmen, aber das hat alles geklappt. Auch das kennen wir von den vorherigen Modellen. Die Ohrstöpsel wieder hier in so einem, das ist natürlich Kunststoff, in so einem Kunststoff-Tray drin. Ja, muss nicht sein, aber ist okay. Es ist zumindest sehr aufgeräumt und es ist keine Plastiktüte. Und dann haben wir hier noch ein USB-C auf USB-A-Kabel. Der ein oder andere wird sagen, das ist aber sehr, sehr kurz. Ich würde sagen, jeder hat mittlerweile zig Stück wahrscheinlich davon zu Hause. Theoretisch bräuchte man sie nicht mehr. Ich finde es okay, wenn sie dabei liegen, solange sie nicht in einer Plastiktüte eingepackt sind. Und das ist hier nicht passiert. Das ist hier Papier und da bin ich sehr froh. Das heißt, auch hier zieht Jabra das weiter durch. Wir haben also nur noch eine Komponente im Grunde, wenn man mal von den Aufklebern absieht, die aus Plastik oder Kunststoff ist. Abgesehen natürlich vom Gerät. Das Gerät, das hier ist nämlich auch Kunststoff, aber wie man es von Jabra kennt, es bleibt stehen, sieht anständig aus. Die Kopfhörer halten magnetisch da drin. Und wir nehmen sie mal raus. Ja, hier ist noch so eine Abdeckung, die lasse ich erstmal drauf, weil ich sie wahrscheinlich jetzt noch nicht direkt laden werde. Aber ansonsten fühlen sie sich an wie jede andere Jabra-Kopfhörer auch. Sehen auch sehr ähnlich aus. Und ich habe das gerade schon mal ausprobiert. Man kann hier drauf drücken. Das heißt, wir haben wieder Druckknöpfe. Ja, sie leuchten schon, die wollen also verbunden werden. Das machen wir jetzt mal nicht. Qualitativ natürlich, wie immer, wenn man das von Jabra kennt, gut verarbeitet, keine Kanten. Materialauswahl ist auch schwer in Ordnung. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Jabra schon seit Ewigkeiten darauf warte, dass sie mal einen Kopfhörer mit Touch-Bedienung herausbringen. Das ist hier leider weiterhin nicht der Fall. Aber da müssen wir halt drauf verzichten. Wie sie sich sonst so anstellen im Test, das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr diesen Kanal abonniert und mir auch ein Like da lasst. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Test an sich zu tun, würde mich aber trotzdem freuen. Wie gesagt, dann erfahrt ihr auf jeden Fall in ein paar Wochen, wie die so klingen. Und ich werde auch versuchen, so ein bisschen sie einzuordnen in dieses Jabra-Line-Up, was mittlerweile ganz schön groß ist und nicht mehr ganz so übersichtlich, wie es mal war. Und werde euch da mal ein bisschen erzählen, was eigentlich jetzt für wen geeignet ist. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.